Willkommen zurück, meine Lieben, zum nächsten Teil Jack the Lions. Ich habe in der Zwischenzeit nichts gemacht, sondern einfach nur eine kurze Pause. Und wir legen weiter los. Oder legen nach. Aber gucken uns erstmal an, was wieder im Palast passiert. Da wird wahrscheinlich wieder jemand erzürnt sein, dass wir eine Raketenbasis einnehmen. Nur schlechte Nachrichten, was der Elliot überbringt. Hallo Elliot, ich fange wirklich an, mich vor unseren kleinen Treffen zu fürchten. Es tut mir leid, das zu hören, Eure Majestät. Ich möchte euch nur über den Fortschritt unserer Truppen auf dem Laufenden halten. Und über welche Fortschritte können Sie mir berichten? Das Zentralraketengelände ist von den Söldnern eingenommen worden. Unsere Truppen hatten nicht damit gerechnet. Ich habe nicht damit gerechnet? Elliot, Sie Schwachkopf, ich glaube das einfach nicht. Wie sollen wir einen Luftangriff fliegen, wenn die anderen die Luftbodenraketen haben? Das ist inakzeptabel. Dafür muss jemand bezahlen. Und das werden Sie, ja. Okay. Hören Sie genau zu, Elliot. Das dritte Gelände muss gut bewacht werden. Ich will meine besten Teams rund um die Uhr im Einsatz haben. Und was die anderen beiden angeht, Gott, wie konnte das nur passieren? Schicken Sie meine Eliteeinheit hin und befehlen Sie ihr, alles zu tun, was getan werden muss. Die Luftbodenraketen sind wichtig, Elliot. Machen Sie meinen Beratern klar, dass sie diesmal besser nicht versagen. Falls doch, wissen Sie ja, welche Strafe Sie erwarten. Und die fürchten Sie wohl mehr als den Tod. Ja, Eure Hoheit. Oh, der Elliot sieht ganz schön gezeichnet aus. Also. Ah ja. Wer das Ende kennt, weiß, wie es mit Elliot weitergeht. Beziehungsweise, wie es mit Elliot endet. Nicht ganz so erfreulich, aber okay. Werden wir auch noch alles sehen. Oh, und ich sehe Banz und Co. sind auch in Cambria eingetroffen. Wir machen weiter. Und zack, gleich die nächste Zwischensequenz im Palast. Das geht ja schnell. Elliot. Hallo, Eure Hoheit. Ich habe... Nein, sagen Sie nichts. Lassen Sie mich raten. Ein dringender Bericht, der mich wieder aufregen wird. Warum bringen Sie zur Abwechslung nicht mal gute Nachrichten, Elliot? Bei allem Respekt, Eure Hoheit. Ich habe das Gefühl, dass ich nichts sagen kann, was meiner Herrin gefallen würde. Nicht in solch einem Land. Versuchen Sie es doch einfach trotzdem, Elliot. Dr. Cairns aus eurem Forschungscenter in Orta wird vermisst, Eure Hoheit. Man hat ihn seit einiger Zeit nicht mehr gesehen und keiner weiß mit Sicherheit, wo er sich aufhält. Ist das wahr, Elliot? Ja, Eure Hoheit, es ist so. Elliot, Sie Schwachkopf. Er ist das Herz meines dortigen Teams. Der Wichtigste. Wie konnte das passieren? Bringen Sie mir den, der dafür verantwortlich ist. Und Elliot, die Elite-Truppe interessiert mich nicht. Ich will, dass er gefunden wird. Und zwar sofort. Ist das klar? Ja, Eure Hoheit. Absolut klar. So, innerhalb von 20 Minuten ist die Elite-Truppe unwichtig geworden. Dr. Cairns aus dem Forschungslabor Orta, was sich, glaube ich, hier befindet, irgendwo hier, ist entflohen. Und den müssen wir auf jeden Fall finden, weil der hat, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, die Zugangsdaten zum Labor. Und dieses Labor ist auf jeden Fall überwichtig für den Angriff auf Meduna. Das ist so das Vorletzte, was man eigentlich im Spiel machen muss. Dieses Forschungslabor einnehmen, weil da gibt es Raketenwaffen. Und die sind einfach überlebenswichtig für Meduna. Aber bis wir da sind, ja, okay. Unser Ziel ist ja sowieso die kleine Schlange hier. Also San Monashi, Zena, Grum, Alma, Valime und dann über Aorta, oder Aorta, über Aorta nach Meduna. Ja, das sind so die nächsten Schritte, die wir machen. Aber auch das erst viel bin später. Sicher angekommen. Hervorragend, Banz. Das ist hervorragend. So, jetzt gucken wir nochmal kurz. Wir bilden keine Miliz mehr aus.
Das ist eigentlich nicht gut. Allerdings haben wir auch keinen, der noch Miezen ausbilden könnte. Und dazu, bevor ich jetzt mit denen noch irgendwas Neues mache, gehen wir kurz in die AIM-Söldnerliste über Mitglieder und können uns leider nicht die Führungsqualitäten angucken. Aber wir holen uns auf jeden Fall noch einen, der Führungsqualitäten hat und noch bei der Ausbildung helfen kann. Oh, oh, oh. 13.000 haben wir, glaube ich. Ja. Hitman 52, nicht verkehrt. Red 21. Grace 62. Okay, das gefällt mir eigentlich schon mal. Hier mal gucken. Können wir einfach so durchklicken. Okay, alle nicht. Ja, okay, Gus Torbritz. Den werden wir, uns niemals leisten können. Die sind alle schon weg oder im Dienst. Danny 10. Ice, die sind dann aber auch schon viel zu teuer. Ja, okay. Dann, Miss Grace. Kenne ich eh nicht. Neuer Charakter. Willkommen. Grace Girelli hier. Hallo, Grace Girelli. Welche Vertragsdauer kommt für Sie in Frage? Ja, eine Woche. Aber gucken wir jetzt mal an, was sie alles noch mitbringen kann. Das wird eh nichts sein. Oh, das ist sogar gar nicht verkehrt, ja. Das ist ein MP5N. Für 3.8. 2.1. Ja, komm. Grace Girelli hier. Welche Vertragsdauer kommt für Sie in Frage? Okay. Oder machen wir nochmal kurzen Abstecher zu den Rebellen. Ich bin übrigens ganz gut mit Messern. Ja, das habe ich mir fast gar nicht denken können, wenn du schon zwei Messer mitbringst. Sie bringt es zur Perfektion im Messerwerfen. Ja, hierin übertraf sie sogar als Kind ihre Brüder und brachte ihre Mutter zum Wahnsinn. Ja, okay, komm. Sehr gut. Ich freue mich auf den Einsatz. Hoffentlich kommst du auch Tag 5, 7 Uhr. 13 Uhr, das ist auch immer noch hervorragend. Okay, so, einmal links die Liste erneuern und wir gucken mal kurz. Die Buns wird definitiv erstmal mit der Ausbildung beginnen. Der Dimitri war ja auch mit dabei. Ja, okay, Razors. Razors wieder Razor. Du machst. Hast du Technik? Technik hat er auch nicht. Ist mir aber egal. Bevor du wieder sinnlos nichts machst, machst du bitte ein paar Reparaturen. Zack. So, alle sind im Einsatz. Blood, Gumpy und Ira kommen zurück. Okay, weiter geht's. Ich hoffe, dass wir nicht angegriffen werden. So schnell. Ich bin angekommen. Was soll ich tun? Ihr könnt natürlich auch präventiv schon mal irgendwas angreifen. Ich sag mal, Nachtsichtgeräte haben wir jetzt ja 3er. Ah, mal gucken. So, Ira wird auf jeden Fall wieder Doktorin. Doktorandin. Gambi muss auf jeden Fall mal kurz patientiert werden, genauso wie Blood. So, Ira hat auf jeden Fall auch keine Sanitasche mehr. Die hat sie bei der Operation gleich mal verbraten. Okay, jetzt hat sie wieder mehr als genug. Und jetzt können wir auch weitermachen. Wer hat denn momentan nichts zu tun? Keiner hat Freizeit. Okay, schlafen, schlafen, schlafen. Okay, wir müssen zack einmal kurz trotzdem yeah, noch was machen. Skyrider hier. Ja, was haben Sie mit meinem Vogel vor? Alles Roger, Cap. So, Skyrider, komm mal her. Feindliche Aktivitäten am Boden, Cap. Ja, ist auch kein Problem. Mal gucken, was uns für eine E-Mail erreicht hat. Enrico Schivaldori, Fortschritt. Wenn ich recht verstehe, ist es Ihnen anscheinend gelungen, in meinem Land Fuß zu fassen. Es ist ein Anfang und sehr lobenswerter. Und ein sehr lobenswerter, wenn man bedenkt, mit wem Sie es zu tun haben und wie lange Sie Zeit gehabt hat, Ihre Position zu verstärken. Eieiei. Hochachtungsvoll, Enrico. Ich habe mich sehr verbessert. Denkst du nicht auch, dass eine so patente Frau es verdient, besser bezahlt zu werden? Ja. Definitiv. Gut, das wird jetzt bei allen wahrscheinlich kommen. Ich werde wirklich immer besser. Ich sollte entsprechend entlohnt werden. 7,5 und der Barry. Meine Fähigkeiten haben sich verbessert, daher muss auch mein Preis steigen. Ja, 7.000, okay.
Grace haben wir gerade erst geholt. Blatt wird auch teurer. Ich bin jetzt ein bisschen mehr wert. Habe ich mich klar ausgedrückt? Auch 7000 für eine Woche. Ah, okay, das kriegen wir noch irgendwie hin. Kurz gucken, wo sie im Ranking von der AIM stehen jetzt. Ja, Buns ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen nach vorne gerückt. Okay. Ja. Müssen wir auf jeden Fall, das ist das nächste, was ich mit meinen Söldnern machen, bevor ich nochmal welche anheuere. Werde ich. Helikopter ist angekommen, sehr gut. Werde ich auf jeden Fall erstmal hier die Leute erweitern. Oh, ich hoffe, dass Fox das hinkriegt. Yeah, Skyrider hier. Ja, was haben Sie mit meinem Vogel vor? Alles Roger, Cap. Bitte nach Estoni. Na? Hä? Warum hält er jetzt bei jedem Sektor an? Feindliche Aktivitäten am Boden. Ein. Alles Roger, Cap. Wo wollen Sie nochmal hin? Da befindet sich jetzt also Gegner? Ja, okay. Dann wieder zurück ins Fahrzeug. Yeah, Skyrider hier. Yo, was haben Sie mit meinem Vogel vor? Yeah, Skyrider hier. Yo, alles Roger, Cap. Und die gute Fox. Yeah, Skyrider hier. Yo, was haben Sie mit alles Roger, Cap? Und Unterstützer, die Miliz. Ich bin da, Cap. Salon, zack, Fahrzeug. Nee, ist Quatsch. Training, Miliz. Und Skyrider, yeah, Skyrider macht sich hier. Yo, was haben zurück. Sie mit meinem Vogel vor? Alles Roger, Cap. Ist auch gar nicht nervig so auf Dauer. Oh, 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 oh. Verstärkung aus dem Nachbarnsektor nach Cambria rufen. Jawohl. Die Anzeigen bereiten mir Sorgen. 8-7. So, wir werden trotzdem mal ganz kurz nochmal laden. Und uns mal ein bisschen besser vorbereiten. Wo sind wir denn jetzt? Yeah, Skyrider hier. Ja, alles Roger. Okay, dann, upsala. Ziehen wir erstmal alle Milizen wieder zusammen. Und da, zack. Wir gehen. Ach. Oder machen wir das? Jetzt schon mal vorbereiten. Ich meine, wir wissen ja, dass wir von links kommen werden. Ich könnte mich natürlich wieder mein Häuschen machen. Na komm. Vor was verplanen nachher. So, zack, 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 zack. Hop 1 und Hop 2. Upsala. Dann können wir auch mal unsere Ausrüstung verteilen, die wir jetzt mitgebracht haben aus der Raketenbasis. Mal gucken, wo haben wir denn. Dach haben wir hier nicht mehr. Ne. Oh Gott, machen wir uns wirklich in dieses Scheißhaus hier rein? Achso, Barry ist ja sowieso. Ja. Der Soldat aus dem zweiten. Und ihr macht euch bitte auch mal das Haus. Wobei ich. Wo sind die anderen drei? Da. Ja. Ihr macht euch mal bitte das Haus. Okay. Ja. Hier fehlt das. Okay. Und dann bereiten wir uns mal auf den Angriff vor. Hallo Familie. Der gute Barry. Bitte dahin. Ja? Gumpy. Ah, die haben natürlich jetzt alle super Waffen. Upsala. Ne, passt schon. Ja. Blatt bleibt hier vorne. Macht doch auf jeden Fall die Tür zu. Zack. Und. Ach, da steht sie. Ja. Der Wand. Ira, bleib bitte hier. Was Quatsch ist, machst du dich bitte hier hin. Zack, so, dann. Ja. Dimitri. Du bleibst hier. Ja. Miss Buns geht hier hin. Yep. Und Razor geht an das Fenster. Ja. Handling, Handling, Handling. Und wir verteilen mal kurz die Ausrüstung. Barry hat so übertrieben viel. Also erstmal geht das hier weg. Das brauchst du nicht mehr. Ah, schade. Das hätte ich gerne noch Kralle gegeben.
Der Werkzeugkasten kommt weg. Erstmal ein bisschen Gewicht sparen. Das braucht auch kein Mensch hier. Zwei so eine Dinger. Blood. Genau. Du hattest ja hier etwas mehr Waffen dabei. Und hier auch noch, ach so, Munition für irgendeine Waffe. Ach, für die Desert Eagle, genau. Ah, Banz hatte nichts, Intri hat nichts, Fox hat nichts, kriegt aber gleich noch ein bisschen was. Gambi hatte noch was. Das geht auch mal hier. Ira hatte, genau, sowas noch. Wer hatte denn? Fox hatte, glaube ich, nichts, ne? Ach, Fox ist natürlich auch nicht da. Okay, dann geht das auch wieder weg. Munition, Munition. Ach, hier haben wir noch eine Waffe. Gott. Okay, so, dann erstmal neu verteilen. Wir fangen mal bei Fox. Okay, Fox ist natürlich nicht im Sektor. Gut, Dimitri, du kriegst auch eine neue Waffe. Okay, eine Desert Eagle, nur eine zweite. Allerdings mit Magnum. Dazu brauchen wir... Uff, die sind ganz schön im Arsch. Okay, dann kriegst du mal die Waffe. Einmal nachladen. Okay, ja, mehr brauchst du auch nicht. Ein Wurfmesser reicht. Okay, du bist ausgerüstet. Miss Buns. Treffsicherheit 89. Okay, du kriegst auch auf jeden Fall eine neue Waffe. Munition weg. Energiebooster braucht auch kein Mensch. Die Waffe ist aber auch ziemlich ramponiert. Wieder kam er leider keine Munition. Nee, ist immer die falsche. 556 mal 45 haben wir ja auch nicht. Eine MP5. 10mm Automatik, aber auch nicht. Wunderbar. Berry, du behältst deine Waffe auf jeden Fall. Kriegst. Ah, leider keine Upgrades dazu. Jetzt geht hier auch mal alles weg. Razor haben wir noch. Razor. Die sind alle ziemlich ramponiert. Aber egal. Was war das für Munition? 19. Die hier. Zack. Aber nochmal 9x19. Aber nicht wirklich, oder? Okay, naja, gut. Na, da ist er gestackt. Reicht auch für ihn. Er wird auch nicht so oft schießen. Okay, so, zack, 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 zack. Hier haben wir noch eine Weste, eine bessere. Oh, wer hat denn noch beschissener? Hier, Buns. Kriegt man noch eine bessere Weste. Okay, so, dann haben wir uns vorbereitet. Gehen erstmal zurück zu den alten Aufträgen. Reparieren, jawohl. Ira wird Doktorin, Gambi wird Patient. Nee, keine Operation. Ich weiß gar nicht, was das bringen soll. Dimitri, Medizin. Blood-Patient und Barry auf jeden Fall Patient. Nein, auch keine Operation. So, dann können wir jetzt darauf warten. Ich bin da, Cap. Bis alle wieder... Nee, ich habe denselben Fehler gemacht. Bis der Gegner eintrifft. Skyrider hier. Ja, was hab... Alles Roger, Cap. So, jetzt sind wir vorbereitet. Und... Wenn wir wissen, dass Sie hier sind, dann wissen Sie wahrscheinlich auch über uns Bescheid. Wir müssen mit allem rechnen. Begrüßen den Feind. Liebe Gott, gib mir Kraft. Stecke bis zum Hals in der Scheiße. What? Jetzt bin ich dran. Ja. Batz kriegt eine Unterbrechung. Okay, wir haben auf jeden Fall tierisch in die Scheiße gegriffen. Ich glaube, ich... Ja, okay, sie hat auch 89 Treffsicherheit. Mist! Die Waffe! Siehst nicht! Okay. Ja? Dimitri,
Oh Gott, bei Dimitri. Vor allem muss ich 3 Scheiben schießen. Wow. Okay, 2 Elite-Soldaten. Okay, der opfert sich also direkt mal selbst für uns. Ich hatte keine Angst, überhaupt keine. Wow. Oh mein Gott. Ach so, ich hab gedacht, das war Aira. Danke. Okay, 8er, können wir mit leben. Stecke bis zum Hals in der Scheiße. Hab ich nicht. Feind in Sicht. Wow, man sieht wirklich nochmal sein ganzes Leben vor sich ablaufen. Sind hier nicht eigentlich nur 10 Leute gekommen? Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Ja, genau. Weltklasse Perry. Ja? Ich weiß gar nicht, wie ich das überleben soll jetzt. Also nicht mal ansatzweise werde ich das überleben. Wow, Leuchtspurmunition. Auch noch nie gesehen. Was war das? Hallo. Maria. Warum kriege ich keine Unterbrechung? Ich brauche Unterstützung. Ja, jetzt bin ich dran. Okay, Gumpy. Warum ich... Achso, hinlegen solltest du dich genau. Damit ich hier nicht gleich direkt... Ja, ich glaube, sie macht das taktisch clever so. Erstmal verstecken. So, erstmal gucken wir ganz kurz, wie viele Gegner wir jetzt hier zum Spielen haben. 28 Gegner. Okay. Das dann in der nächsten Folge, beziehungsweise in den nächsten 4 Folgen, werden wir wahrscheinlich hier irgendwie versuchen zu überleben. Und ich habe keine Ahnung wie. Aber alles Zukunftsmusik. Ich werde erstmal weinen gehen. Und hoffe, dass wir uns dann das nächste Mal wiedersehen. Zur Verteidigung von diesem Sektor. Das Problem ist, wir können auch nicht mehr abbauen. Also wir können auch nicht flüchten, weil wir sind einfach eingekesselt. Ich weiß gar nicht, wie auf die Idee gekommen, sich in diesem wunderschönen Haus hier wieder zu verstecken. Naja, okay. Wie gesagt, alles in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, tschüss und schönen Tag euch.